Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt durch das nochmalige Lesen von den Selbstgesprächen, Weckruf, Erwachen, also dieses Ich bin du Quadrat, ist mir so bewusst geworden, wie weit eigentlich wir noch entfernt sind von dem vollkommenen Schreiben des A auf der Schiefertafel. Da wird man so demütig, weil alles so exakt in diesen Zeilen drinnen steht und man einfach ganz genau lesen muss. Es ist dieses Training, es ist dieses Wiederholen. Es sind so geniale Sätze in diesen Selbstgesprächen, in diesen Schriften drinnen. Es ist einfach unglaublich. Es ist göttlich genial, aber man muss es halt immer wieder wiederholen und wiederholen und diese Demut besitzen, sich auf das auch langsam einzulassen, auch die Selbstgespräche hören. Und alles, was du in den letzten drei Selbstgesprächen gesagt hast, kommt in diesen Selbstgesprächen, in diesem blauen Band vor, ist es exakt drinnen beschrieben. Exakt. Es ist ein Aufbau, ein sehr chronologischer Aufbau. Und darum wiederhole ich auch gerade immer dieselben Sätze, dass wirklich alles vom Tisch ist, wenn du im Jetzt bleibst. Dieses Bewusstsein, das schaut, hat nichts mit Wissen zu tun, sondern du schaust immer dein Wissen an. Deine Information, die ständig wechselnde, existierende Information, ist vom Moment zu Moment das, was du weißt, und dieses Wissen verändert sich in dir. Aber du drehst dich wie ein Hamster im Laufrad, weil du ständig wiederholst und immer wieder dieselben Probleme in dir wälzt. Und wie gesagt, Problem ist das Vorgelesene. Das wälzt sich in dir. Und du solltest irgendwann einmal einen Egel kriegen, das goldene Kalb, die um das goldene Kalb rumtanzen. Das ist auch Rundendrehen. Dasselbe Wort heißt ja auch Rundendrehen. Und du drehst diese Runden, du wiederholst es und wiederholst es, weil du nicht bereit bist. Und du, meine ich jetzt den Geist, der uns drei ausdenkt, beziehungsweise uns vier. Ich ziehe jetzt den, der sich jetzt personifiziert als Denker mit dazu denkt, als ausgedachter Denker. Und wenn ich jetzt das Ich bin du Quadrat nehme, das ist ja, es baut wirklich so chronologisch auf. Das ist eine ganz einfache Sprache mit vielen Beispielen. Da ist zum Beispiel das Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3 mit drinnen. Das erste Lernen 3 wird interessant. Ganz gefährlich ist das Lernen 2. Weil man meint, man hätte was verstanden. Ich habe es ja verstanden und ist immer noch in einer sehr begrenzten einseitigen Logik. Ja, Das ist genau. auch die schöne Sache, wo ich immer wieder merke, was ist Wirklichkeit, was ist Wahrheit. Das ist natürlich, man kann das vielfältiger ausdrücken, aber es ist immer wieder eine Wahrnehmungseinheit. Und ich sage jetzt immer noch der Genauigkeit dazu, wir können natürlich auch Wirklichkeit blau machen und die Wahrheit rot machen, aber wir bleiben mal in dem gesprochenen Wort oder in dem geschriebenen Wort. Das Wirklicht, ein wirkendes Licht, da steckt schon, da schreibe ich das wirkende Licht neu zu ahnen, ist was anderes wie etwas, was man wahrnimmt. Immer an die Lampe im Projektor denken, das ist das wirkende Licht. Und die Wahrheiten sind diese ständig wechselnden Informationen. Und da haben wir schon WA, doppelt aufgespannte Schöpfung, ist eine wahrgenommene Berechnung. Und wieso ist es eine wahrgenommene Berechnung? Weil du praktisch hier dich ja mit deinem Gehirn verwechselst. Das ist das blaue G. Und das ist dieser Mech-Chef der Computer. Und der braucht ein Programm. Und darum kann ich immer wieder nur darum hinweisen, dass diese Computermetapher, diesen Computer, den du dir jetzt ausdenken kannst mit deinem Schwamminhalt, auch das Schwammbeispiel, das kommt immer mehr zum Tragen. Und wir hatten gestern das Gespräch hier und jetzt gedacht, natürlich, ich rede jetzt normal, dass ich immer wieder sage, du musst erst akzeptieren, dass du Gedanken von dir kannst du nichts erklären. Es muss ein Hauch von einem Kontakt zu Geist da sein, auf dieser Bröselebene. Und das hat nichts damit zu tun, dass du dich mit Religion oder irgendwas auseinandersetzt, sondern ich habe so oft darauf hingewiesen, Geist hinter einer Persona, hinter einer Maske zeigt sich durch Neugier. Geistlosigkeit zeigt sich durch einseitige Rechthaberei. Das heißt, jeder Abersager ist geistlos. Der hat keinen Kontakt zu Geist. Ein Geist, der wachsen will, das sind immer so Gespräche, ja, Geist ist doch immer das Gleiche, höre ich dann, sage ich selbst, das spreche ich an. Das heißt, Geist als Ding an sich ist etwas nicht Denkbares. Und das muss einem klar sein. Das ist einmal so der erste große Knackpunkt, wenn ich einfach schlichtweg und einfach sage, du Geist, der du jetzt den Udo sprechen hörst, der du letztendlich was erlebst, den Traum erlebst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals irgendein Gedanke von dir. Die Figuren in einem Traum werden so sein, wie du sie dir denkst. Du erschaffst selbst das Gefühl, dass hier Gedanken von dir was empfinden, was fühlen oder selber denken können.
Aber das ist schon wieder Selbstentmächtigung. Das umgehe ich ja etwas mit dieser kleinen Geschichte, wo ich sage, ob du jetzt an einen Menschen denkst, ob wir das Ding Mensch nennen, ob wir das Kopf oder Kiste nennen. Da ist erst was drin, wenn du dir was reindenkst. Genau. Und du sprichst Menschen eine gewisse Allgemeinbildung zu. Das läuft aber in dir alles unbewusst ab. Das ist das große Problem. Du setzt hier Dinge, die du dir zuerst einmal bewusst machen musst. Du Geist musst dir selbst bewusst machen, was du mit deinem Intellekt, den du derzeit zum Denken benutzt, diesen Schwamminhalt, wie ich das nenne, was du im Hintergrund für statische Vorstellungen aufbaust, die dir eigentlich gar nicht bewusst sind. Dazu gehört zum Beispiel dieser große Trugschluss, dass wenn wir jetzt rein im Bereich des feinstofflichen Denkens bleiben, dass du alle Dinge, die du denkst, die große Masse, bist du felsenfest davon überzeugt, dass du damit nichts zu tun hast. Darum wiederhole ich das jetzt immer wieder. Darum habe ich diese simplen Beispiele, wenn du jetzt Politikernamen liest. Ich fange da nicht nochmal an. Da baust du eine Vorstellung auf, aber das ist doch nur angelesenes Wissen. Wie viel von uns ausgedachten Menschen sprechen mir jetzt das Bewusstsein zu, dass die mit diesen Politikern schon mal einen persönlichen Kontakt haben? Also sich mit denen schon mal im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergesetzt haben. Ich denke mich und ich denke mir einen Politiker und ich denke mir jetzt ein Gespräch zwischen mir und dem Politiker. Und diese Interaktion beobachte ich, weil nur der Geist erlebt es ja. Nicht diese Figur, die du zu sein glaubst. Es gilt für deine Personifizierung dasselbe wie für andere ausgedachte Personifizierungen. Nur, dass natürlich die Hartnäckigkeit da ist, dass du, wenn du an dich denkst, sitzt du immer im Kopf von dieser, hinter dieser Persona, die du zu sein glaubst. Und die anderen sind um dich herum. Ich habe das schon mal erzählt, um auf die Wirklichkeit und die Wahrheit nochmal zu kommen. Alles, was du zu sehen bekommst, was Information ist, die in dir zu existieren anfängt, das sind Wahrheiten. Und da haben wir die zwei Ebenen. Einmal, wir haben hier die sinnlich wahrgenommene Information und die feinstoffliche Information. Und ich gehe jetzt nochmal das durch mit dem Körper. Im klassischen Normalfall des Unbewusstseins, wenn du an dich denkst, denkst du an deinen momentanen. Es taucht jetzt ein Körper in dir auf und du sagst, das bin ich. Und das ist jetzt dieses Gefühl, dass du Geist hinter den Augen sitzt und durch die Augen rausschaust. Mach einmal, bau das Gefühl jetzt in dir auf. Ich könnte jetzt sagen, du kannst jetzt deine zwei Augen vor dich hindenken, aber du Geist sitzt eigentlich hinter den Augen und schaust durch diese zwei Augen raus. Und der Kopf, dein Kopf ist um dich rum. Das ist jetzt das, was du sagst, das bin ich. Wir reduzieren das einmal auf den Begriff Körper. Und jetzt ist es interessant, ich sage, Materialisierung in der Physik ist hochkonzentrierte Energie ist Materie. Das heißt, was wir jetzt rein einmal sinnlich wahrgenommen, ich bleibe ganz, ganz abstrakt jetzt einmal bei dem Körper. Wenn du an deinen Körper denkst und du empfindest den materialisiert, also sinnlich wahrgenommen, wenn ich jetzt da irgendwie was anfasse, so die Hände reibe, egal was ich mache, das ist sinnlich wahrgenommene Informationen, das ist eine Materialisation. Materie als Erscheinungsphänomen kann immer nur auch jetzt die Gegenstände, die du auf der VR-Brille hast, wo du glaubst, die sind in einer gewissen Entfernung vor dir oder um dir herum, kann nur unmittelbar hier und jetzt wahrgenommen werden. Erschaffen werden. Ich drücke es einmal so von dir selber. Alles, was du wahrnimmst, ist ja hier und jetzt in deinem Kopf. Das heißt, sinnlich wahrgenommene Materie inklusive dieses Körpergefühl, wenn ich jetzt über meinen Kopf anfasse, ist schon um dich herum. Wenn ich hinklopfe, über mir drüber klopfe, dann merke ich bin das Zentrum. Das kann ich natürlich jetzt auf meinen Kopf, wenn ich den denke, und wenn ich mich jetzt ausdehne, habe ich was vor mir, zwangsläufig fällt es hinter mir und so das 16 Seiten. Das ist um mich herum, aber ich nehme das ja materiell wahr, was ich natürlich dann den Inhalt meiner VR-Brille, wo ich meine, ich drehe den Kopf, da dreht sich nichts. Das tauschen sich nur die Bilder aus. Okay, das ist jetzt mein Körper. Hier und jetzt materialisiert. Ich kann mir natürlich auch andere Körper von mir denken, wo ich sage, das bin ich. Das sind meine jüngeren Körper und meine älteren Körper, die ich noch bekommen werde, je nachdem, wie alt ich bin. Und da ich die mir schon zeitlich woanders und räumlich woanders hindenke, sind die auch hier und jetzt, wenn ich sie denke. Aber sie sind nur feinstofflich. Das heißt, alles, was du wahrnimmst, ist hier und jetzt im Zentrum deines Kopfes in dir selbst. Materielle Sachen müssen unmittelbar hier und jetzt sein. Das ist ein hundertprozentiger Beweis, dass in einer jetzt gedachten Vergangenheit niemals irgendwas materiell gewesen sein kann. Absolut, ja.
Das heißt, wenn wir uns jetzt, ich sage einfach einmal Dinosaurier denken, die ich nur vom Hörensagen kenne, aus das Buch heraus, ich habe diese Information auf meinem Schwamminhalt, also kann ich aus meiner Datei hier und jetzt mir einen Dinosaurier ausdenken, aber da ich mir den in die Vergangenheit denke, ist der in meinem Kopf, nur in meinem Kopf und dadurch nur feinstofflich. Jetzt ist es aber, ich kann auch an andere Körper denken. Das sind mir zwei Seiten. Wenn ich sage, das ist mein Körper oder meine Körper, muss es auch andere Körper geben. Und die sind prinzipiell immer nur um mich herum. Die kann ich natürlich jetzt auch hier und jetzt materialisieren, dann sind sie auf der Farbbrille. Aber ich kann bei einem anderen Körper nicht das Gefühl erzeugen, dass ich im Zentrum von einem anderen Körper in dem Kopf drin bin. Jetzt in der momentanen Situation. Wenn du natürlich dann wirklich über den Dingen stehst, kann ich jetzt umschalten. Ich kann jetzt aus den Augen vom Redo rausschauen, ich kann aus den Augen von der Diana rausschauen oder aus dem Udo oder aus dem, der du zu sein glaubst. Weil dann hast du dich gelöst von diesem Programm. Das steckt da alles in diesen Ich bin du Quadrat oder Ja. dieses zweite Selbstgespräch schon mit drin. Das ist rudimentäres Wissen und diese Präzision, ich greife hier auf offizielles Wissen zurück in diesen Ich bin du Quadrat, das ist hier zum Beispiel Pavlovs Dog, der berühmte oder Skinners Ratten, das sind klassische oder die Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3, Doppelbeinphänomen, Ja, der das sind Maler, reine der Psychologie. Einfallspindel, Maler, nicht? Wir haben halt Das das. ist all, das sind so diese Basics, wie man das auch nennt. Und man liest es, aber die Schwierigkeit ist das materielle Denken, diese normale Logik, der zweite, wie ich das nenne, der grätscht sich so massiv dazwischen und jetzt stehen die Fragenräder, wo du immer sagst, dass wirklich alle Fragen, wo mir gestellt waren, ich habe die so einfach in tausenden Variationen, tausende Male schon erklärt. Und es rauscht bei den Menschen einfach durch. Es sind immer wieder dieselben Sätze. Es ist so schwer zu begreifen, dass wenn man jetzt, und ich sage dann immer, bleiben wir einfach mal nur im Denken, im feinstofflichen Bereich. Dasselbe gilt aber auch für alles sinnlich Wahrgenommene. Und ich sage immer dazu, da haben wir die vier Stufen der Vergessenheit, darum wird es dann ein wenig schwieriger. Aber wir können nur im Bereich des Denkens bleiben. Es ist so schwer, dass alles, was du denkst, nur deshalb ist, weil du es denkst. Es ist genauso, wie du es denkst, wie du dir das selber weismachst und einredest mit diesem Schwamminhalt, mit dieser Logik, die gar nicht deine Logik ist. Dein Wissen ist nicht dein Wissen. Da ist ein kleiner Teil vom persönlichen Wissen mit drin, das ist das, was du beschwören kannst. Das ist schon dieses kleine Quäntchen, wo du beschwören kannst. Aber hier haben wir auch schon wieder ein Problem. Das ist nämlich, das Thema hat man mit dem stochastischen Denken. Gestern war Johannes da, hier und jetzt gedacht, ich mache jetzt Vergangenheit. Und dann sagt er immer, du sagst immer stochastisches Denken, das ist doch wahrscheinlich. Professor Johannes sagt doch, das ist doch nur Wahrscheinlichkeiten, das ist ja Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und so, das zeigt mir jetzt, dass du nur sehr, sehr oberflächlich, obwohl du dich schon, ich weiß nicht, seit 15 Jahren mit Holofeeling beschäftigst, sehr, sehr oberflächlich damit beschäftigst, weil ich schon in Ich bin, du am Anfang gehe ich ganz kurz auf das Wort, was ist stochastisches Denken? Das ist einmal die erste Sache, aber es ist natürlich hier interessant, dass ich dann in Physik im Nullbuch Gottes das nochmal genauer beschreibe, was Stochastik heißt. Die Stochastik im gelernten Wissen, in der Mathematik, gelerntes Wissen, Spezialgebiet, Stochastik ist die Wahrscheinlichkeitsberechnung. Aber ich erkläre zigfach sehr genau, was das Wort eigentlich bedeutet und da kommt jetzt die Verwirklichung. Du kannst auch materiell Sachen verwirklichen, das machst du laufend durch Glauben. Das Beispiel, wo ich sage, solange du glaubst in deinem Programm, dass etwas, was du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen existiert, kannst du das auch materialisieren. Das ist immer so mein Beispiel, wenn ich jetzt Politiker, du kannst jetzt zum Beispiel Hühnerfarm materialisieren. Auf der VR-Brille. Du kannst das Kreuzfahrtschiff AIDA materialisieren und den Eiffelturm. Du weißt, in wie viel Selbstgesprächen das drauf ist. Das heißt, es ist wie in einem Videospiel. Du befindest dich an irgendeinem Ort, davon siehst du ja nur das, was auf dem Bildschirm ist, beziehungsweise beim 3D-Spiel auf der VR-Brille. Dann kannst du eine kleine Landkarte einblenden, wenn das eine offene Welt ist, und dann musst du auf irgendeine Art und Weise an den anderen Ort, wo meinetwegen jetzt der Eiffelturm ist, oder was weiß ich, nach Genua, wenn dort das Kreuzfahrtschiff AIDA angelegt hat. Und wie kommst du da hin? Durch ständig wechselnde Bilder auf der VR-Brille, wenn du dich ins Auto setzt, ins Flugzeug setzt, je nachdem, was das für ein Videospiel ist, und dann wird hier der Eiffelturm und das Kreuzfahrtschiff AIDA sinnlich wahrgenommen, optisch auf der VR-Brille in Erscheinung treten. Das kannst du aber nur, weil du glaubst, dass das da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst.
In dem Moment, wo ich jetzt sage, wie sieht es aus mit dem Turm zu Babel und mit der Arche Noah, die kannst du ja auch denken, aber die kannst du nicht sinnlich wahrgenommen materialisieren, sprich auf die VR-Brille holen, weil du ja glaubst, dass das da außen nicht gibt. Das heißt, es verhindert dich dein Glauben. Würdest du jetzt auf deinen Schwamminhalt den Glauben haben, dass die Arche Noah nicht untergegangen ist, sondern dass man die in ein Museum aufbaut, das da und da ist, dann könntest du das genauso materialisieren wie das Kreuzfahrtschiff AIDA. Du musst nur Energie reinstecken. Es ist die Welt, du lebst in der Welt deines Glaubens. Selbst wenn du jetzt einen menschlichen Körper dir ausdenkst und du schneidest den auf, dann wirst du da ein Herz finden und zwei Lungen finden, weil dieses Programm, dieses Wissen erschafft die Bilder und nicht, dass da außen die Dinge sind, die man erforscht hat und darum hat man das Wissen. Ich betone immer wieder, du musst die Kausalität umdrehen. Und wenn du nicht bereit bist, dann wehrst du dich gegen alles, was dir zurzeit mit einer fehlerhaften Logik, Betonung liegt auf Fehler, verkehrt erscheint. Du hast eine einseitige Vorstellung von richtig, aber zu jeder Vorstellung von richtig, von einer Richtung gehört eine Kehrseite. Das ist das, was dir verkehrt erscheint und du kannst es, wenn du bereit bist, das als richtig anzusehen, dann wirst du feststellen, drehen sich deine Perspektiven, kannst du das umdrehen. Das sind Sachen, die ich so oft erklärt habe und es steht alles in diesen ersten 5, 6 Büchern schon drin. Also zuerst einmal die Ohrenbohrungen als Grundlage, diese 8 Stück, 7 plus 1, da haben wir ja das, was jetzt Beze gemacht hat hier mit der Oktave, wo ich dann nochmal die Relativitätstheorie in den kleinen Band mit reingepackt habe, populärwissenschaftlich. Und dann kommen diese ersten Schwarz-Weiß, selbst das ist Ich-Bin-Du-Quadrat, die Mutation, das Erwachen. Ohne groß aufzufächern, ohne Farben noch. Und das sind simple Beispiele hier im Erwachen mit diesen schönen kleinen Gedichten. Und das muss man wirklich so schlafwanderisch verinnerlicht haben, in einer spielerischen Form. Und wenn man meint, man hat es nicht nötig, ist man noch sehr, sehr weit weg von der Reife. Man hat diese Antenne nicht. Wenn ich immer wieder erwähne, wie gesagt, als Brüssel-Udo mische ich mich eh nicht ein. Aber wenn ich dann Tipp gebe, wenn man das gecheckt hat, wenn ich schon mal so Hinweise gebe, so kleine Wegweise-Hinweise, und man ignoriert es vollkommen, weil man meint, man wüsste es besser. Man narrt sich nur selber. Du bist der Einzige, der die Welt wirklich verändern kann. Deine Welt, weil du eine komplett eigenständige Welt hast. Einen eigenen Traum. Und der generiert sich eben aus dem Intellekt, dem Schwamminhalt, den du zurzeit zu durchschauen hast. So wie man ein Buch liest. Und jetzt immer wieder, wenn ich sage, der Leser als Ding an sich kommt ja in dem Roman nicht vor, den du liest. Es gibt übrigens auch Romane, wo das dann im Roman erwähnt wird. Also in der Art, dass also hier diese höhere Ebene auch mit beschrieben ist, aber dann musst du noch mal eins drüber gehen, weil dann ist es ja schon wieder ausgedachter Geist. Das ist diesen Schritten, wo ich sage, dass da immer noch mal einer davor ist. Vor was Existierenden muss immer noch mal einer stehen, der dieses Existierende sich ausdenkt. Das gilt, wie ich immer sage, selbst für einen ausgedachten Gott. Ein ausgedachter Gott entsteht in dem Moment, wenn er gedacht wird. Und der muss ja vor irgendjemand ausgedacht werden. Also ist das eine Schöpfung, ein Geschöpf von dem, der sich's ausdeckt. Aber sobald das jetzt bewusst wird, ist ja der, der sich Gott ausdenkt, auch schon wieder was Ausgedachtes. Wir reden jetzt über jemanden. Dann muss da nochmal einer davor sein, der sich den ausdenkt, der sich Gott ausdenkt. Und jetzt wirst du feststellen, man kann immer wieder eins davor setzen. Das ist das Aleph, das letzten Endes fehlt. Darum beginnt ja hier oben dieses Bereshit, beginnt ja unser erster mit einer 2. Weil die 1 absolut gesehen nicht denkbar ist. Ich brauche immer einen Kontrast. Denken entsteht eine Gedankenwelle und sobald ich 1 sage, muss etwas da sein, was nicht 1 ist. Und die 2, das Allah, die sind das Geheimnis. Und dann haben wir unseren dritten, aber der ist dann wieder was Ausgedachtes. Es ist ja, wenn wir zum Beispiel hier immer wieder die Worte Subjekt, Objekt, was da viele noch gar nicht richtig erkannt haben, wir haben dieses Jeck, das ist ganz schwer, wenn man das einzeln sucht zu übersetzen. Ich will jetzt da nicht reingehen, bin ich schon oft drauf eingegangen. Wir haben ja auch ein Projekt. Ja. Ein Subjekt, ein Objekt, ein Projekt. Und Pro ist natürlich das Pro und Contra.
wird ja meistens mit für und wider übersetzt, aber das pro ist auch wieder so eine lateinische Wurzel, die sehr, sehr vielfältig ist. Das steckt übrigens, wenn wir das hebräisieren, steckt der Pharao mit drin. Ja. Das ungeordnete Haupthaar, immer wieder die Haare sind die verschiedenen Sichtweisen. Und es macht natürlich schon Spaß, wenn man sich auseinandersetzt. Hier, ich habe heute Morgen zufällig im Internet wieder eine neue, auf einer hebräischen Seite, eine neue Bibelübersetzung gefunden. Und das sind gleich wieder, da wird dann, ist eine Seite, wo das Hebräisch, das klassische Ivri, die Grammatikregeln, grob natürlich mit Punktierung, und da sind dann schon wieder, schon am Anfang so viele Fehler drin. Dieses Materielle schwingt immer wieder mit da durch. Und jetzt klingelt mein Telefon, das ist Werbung. Das war es ist also so, dass hier du dir die Freiheit nehmen musst, dass du dich nicht festmachen darfst auf einem einseitigen System. Denk an mein kleines Beispiel, wenn ich immer zum Beispiel mit Rechtschreibung, dass wenn ich dir jetzt eine alte Schrift von Paracelsus oder die Lutherbibel zum Lesen gebe und du liest ein paar Zeilen und sagst, das brauchst du gar nicht lesen, der kann ja nicht einmal richtig rechtschreiben. Das dürfte dir doch einleuchten, dass die Weisheit, die hier vermittelt wird in den Büchern, nichts damit zu tun hat, ob die Worte so geschrieben sind, wie du meinst, dass das richtig ist, weil du dich schon wieder an dein einprogrammiertes, einseitiges Wissen hältst. Die Fähigkeit, es erweitern zu können, flexibel zu werden, nicht mehr sich an strenge Regeln halten und trotzdem die Regeln einhalten. Ich sage, du bist Gott, du darfst alles. Warum nutzt du nicht deine Freiheit? Und jetzt kommt eigentlich das Wesentliche. Freiheit, die Freiheit, die du hast. Jeder von dir ausgedachte Mensch hat nicht die geringste Ahnung, wo die Freiheit des Menschen, sprich rot geschrieben, des menschlichen Geistes eigentlich liegt. Alles, was dir ein normaler Mensch in deinem Traum als Freiheit definiert, hat mit Freiheit nichts zu tun. Es hängt übrigens damit zusammen, da diese Menschen in deinem Traum immer noch Spiegelbilder sind von deinem Intellekt. Die Freiheit beginnt in dem Moment, wo du ganz bewusst, weil du dieses göttliche Prinzip der Freiheit verstanden hast, etwas tust, was dir entweder unlogisch erscheint. Deine Logik sind die Gleise, auf denen du dich geistig bewegst. Und in dem Moment, wo du was machst, was dir unlogisch erscheint, oder unlogisch ist ja das Gegenteil von logisch, das heißt, das wäre jetzt ein Vervollkommnungsakt. Oder du machst etwas, was mit deiner Logik überhaupt nichts zu tun hat. Sobald du was Unlogisches machst, ist ja schon eine Verbindung da zu deiner Logik. Wie ich immer wieder sage, wenn ein Berg da ist, muss auch ein Tal da sein. Aber es kann ja eine vollkommen neue Welle auftauchen, wo du weder die Seite noch die Seite im kühnsten Traum dir vorstellen kannst. Das sind dann vollkommen neue Gedankenwellen. Und zu denen kommst du erst, die werden erst dann in dir auftauchen, wenn du deine jetzigen einseitigen Vorstellungen heilst. Das heißt, immer wieder, du weißt, wenn wir jetzt zurückgehen, einmal so 10, 15 Jahre in Holophilien-Gespräche, wo ich dann immer wieder bringe, hier mit Liebe. Ich sage, Mutterliebe hat überhaupt nichts zu tun mit Liebe. Das ist blaue Liebe, das ist programmiert. Die kann nicht anders. So wenig wie das Baby die Mutter braucht, braucht die Mutter das Baby. Gibt natürlich da Ausnahmen, dass eine das Kind ablehnen. Dann kommen wir in den Bereich der Sexualität. Ist doch reiner Zwang, da müssen wir doch nicht reden. Solange du dich als Brösel, als Trockennasenaffe erlebst, wenn einer meint, er steht über den Dingen, jedes Programm hat seine eigenen Vorstellungen von Sexualität, seine Fantasien, wo du reagierst darauf, was du schön empfindest, was für Fantasien dir im Kopf rumgehen, was du dir wünschst, dass du das einmal erleben darfst. Und das kann so widerwärtig, diese Perversionen dann in einer riesen breiten Palette, wenn du dich einmal mit Sexualpsychologie auseinandersetzt, wo es dich dann abgruselt, weil dir das unlogisch erscheint. Hättest du dieses Programm, wer sucht sich das raus? Sucht sich das irgendwer raus? Auf der blauen Ebene sucht sich keiner was raus, den du dir ausdenkst, dass er so geträumt wird, wie der letztendlich verantwortliche träumende Geist sich das träumt, ausdenkt. Aber jetzt ist es, ist der wirklich verantwortlich, dieser träumende Geist? Ist der nicht auch schon wieder was Ausgedachtes? Das heißt, Freiheit beginnt, wenn du den Bereich von existierenden Dingen verlässt und dir zuerst einmal bewusst machst, dass du Geist, der das Leben erlebt, derjenige, der das Leben erlebt, als Ding an sich, und das muss ich jetzt rot machen, bewusst rot machen, das heißt, der ist etwas, der in keinster Weise existieren kann. Ich kann mir den denken, jetzt wiederhole ich nochmal, ich kann an nichts denken.
dann denke ich das Wort nichts, aber das Wort nichts ist nicht nichts. Ich weiß aber, was das Wort nichts bedeutet. Jetzt bring mir einen, der weiß, was das Wort Gott bedeutet oder das Wort Bewusstsein bedeutet. Es ist dasselbe wie nichts und wie alles. Ich kann das Wort alles denken, aber dieses Wort ist nicht alles und Gott, ein gedachter Gott ist nicht Gott und ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein ausgedachtes Bewusstsein. Und das jetzt zu verstehen, nützt dir intellektuelles Wissen überhaupt nichts. Das muss in deinem tiefsten Innern gefühlt werden. Ich sage schon, das Wort fühlen ist schon wieder was Ausgedachtes. Es gibt keine Worte, darum nenne ich das immer, es kann gewusst werden. Aber nur von Geist. Rot. Und wenn du Geist bist, dann kriegst du dieses Gefühl. Einfach die Erkenntnis, ich als Ding an sich, rot geschrieben, Dinge. Der Glaube des Geistes selbst, der Glaube Gottes, Dinge. Ich bin etwas, ich bin nicht in der Lage, an mich zu denken, ohne mich automatisch eine Welle aufzuschmeißen, eine Vorstellung von mir zu kriegen, die ich ja zwangsläufig gar nicht sein kann. Ich sage immer wieder, wenn wir El Hayom als das rote Gott das Meer nehmen. Gott ist nicht in der Lage, eine Welle aufzuschmeißen, die aussieht wie das Meer. Er ist immer, da kommt jetzt unsere Gottessprache, unser Deutsch, er ist immer. Und was existiert, was Welle ist vergänglich, ist nicht immer, sondern ein oberflächliches Phänomen. Und das haben wir ja tausende Male durchgekaut. Aber der Witz ist, wieso wiederholt sich das jetzt wieder? Weil es noch nicht hundertprozentig sicher installiert ist. Was man aber kein Problem damit hat, was, wenn man seine eigene Ewigkeit erkannt hat. Weißt du, und die Stochastik, um dann nochmal zurückzukommen, dieses mit einem Bogen auf etwas schießen, dass jetzt das eigenartig ist, dass du feststellen wirst, dass jetzt, wenn du meinst, alle haben dasselbe Internet, du setzt immer voraus, dass die Menschen, die du dir ausdenkst, in deiner Welt, die Welt so erleben, wie du sie dir ausdenkst. Genau. Da könnte ich jetzt wieder sagen, das kannst du vergessen, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Wobei immer nochmal betont, der Geistesfunken, der Adam, der hat seinen eigenen Traum. Die Figuren in seinem Traum sind bloß Schatten auf der Leinwand, die haben keine eigene Empfindung. Derselbe Geistesfunken, wenn der jetzt ein anderes Programm hat, derselbe Computer, ich benutze auch immer gern für Geistesfunken das Wort Computer, derselbe Computer, auf dem Bildschirm läuft ein komplett anderer Film, wenn wir die Datei im Hintergrund austauschen. Und es ist natürlich, dass jetzt die Menschen immer so sein werden, wie sie ausgedacht werden. Darum sage ich immer wieder, ich kann dir jetzt so viele bringen, die bei dir auftauchen, die sagen dir, Udo Petsch ist ein totales Arschloch und ein Schwätzer. Und ich sage dir, der hat genauso recht, wie wenn du sagst, das ist ein ganz Lieber und der ist sehr weise. Weil eine Figur in einem Traum wird für den, der träumt, so erscheinen, wie sie ausgedacht wird. Und das wiederum macht das Programm der Glaube in dir. Das ist die Eigenwelt, jetzt könnte ich wieder ganz kurz unsere Holger-Andreo-Geschichte, wo ich immer wieder bringe. Das ist die Videospiele, ich gebe 500 Spielern dasselbe Konstruktprogramm und der Charakter, der zum Spielen anfängt, der bestimmt, wie die Welt wird, die er aufbaut. Wir können das ja reduzieren, dass wir mal einfach von diesen offenen Welten weggehen und wir machen jetzt Anno irgendwie, wo man Insel besiedelt. In diesem rudimentären System wird jeder Spieler wird Häuser woanders hinsetzen und wird seine Infrastruktur anders aufbauen, wird andere Schwerpunkte setzen. Das ist jetzt eine ganz grobe Metapher, wie das abläuft. Und das stochastische Denken ist, wenn du jetzt ins Internet gehst und du bist vollkommen gegen Holofeeling, dann passiert was Eigenartiges, selbst wenn du deine Google-Suchmaschine aufmachst, die ja sich vollkommen orientiert nach deinen Eingaben, wirst du eventuell, gut, Holofeeling ist so uninteressant, aber ich bringe das Beispiel, wirst du als allererstes, zuerst einmal hier zwar die Diana-Seite finden, das sind Diana-Seite, Redo-Seite, da gibt es ja nicht viel, den Heigo, und dann geht es schon los mit Sekte und so weiter und so fort. Schwerpunktmäßig. Wenn du da positiv bist, existiert da so gut wie überhaupt nichts. Vom Charakter. Und es ist halt, wo, was zieht dich an? Du merkst es immer wieder, wenn die Einträge machen. Es spricht eigentlich, die Namen, die mir jetzt setzen, ist eigentlich im Hintergrund, wenn wir es nicht mehr interpretieren, sind Ausdrücke von einem ganz bestimmten Charakter, das wiederum Unterfacetten von dir selber sind.
wo Schwerpunkte gesetzt wird, wo sich die Leute aufhängen. Wenn die Leute mit Fragen zu mir kommen, ist hochinteressant. Ich sehe dann genau an den Fragenschimmer, wo aus dieser Perspektive man sich eigentlich aufhängt. Und das sind dann Prüfungen und Tests. Das ist oft in Partnerschaften, wo einer leidet, der macht total ein Hollow Feeling und der Ehepartner will nichts davon wissen. Und dann versucht man, das gibt einen riesen Chaos, dann ist natürlich angeblich Hollow Feeling schuld. Ich sage, Hollow Feeling hat damit überhaupt nichts zu tun und müsste es bloß den Mund halten. Ich kann doch nicht mehr wie nochmal tausendmal erklären, dass Hollow Feeling was vollkommen Intimes ist, nur für den Geist, der träumt, nicht für irgendwelche Figuren im Traum. Die kannst du auch nicht retten. Es gibt nichts zu retten. Die ganze Schulmedizin, diese unendlich verlogene Wahn. Und jetzt, wenn du mal ganz ehrlich bist, wenn du dich beobachtest, das Wissen, mit dem du arbeitest, es sind wirklich zu 99,9% sind es irgendwelche angelesene Elemente aus Zeitung und Internet. Und jetzt kommt wieder dieser Satz von mir, den ich nicht oft genug sagen kann. Egal, welche Seite du mir zeigst, wo du dich vollgesogen hast, ich zeige dir tausend andere Seiten, wo zum selben Thema was ganz was anderes behauptet wird oder sogar das genaue Gegenteil. Jetzt frag dich einmal, wieso du so hundertprozentig sicher bist, dass das, was dir logisch erscheint, dass das richtig, wieso erscheint dir das richtig hundertprozentig logisch und die anderen Sachen verkehrt? Die Antwort ist ganz einfach. Weil das erste Wissen, wenn du ein Tabula Rasa bist, das allererste Wissen, das du dir einfängst, wie ein Coronavirus, wird zum Vergleichsmaßstab für alles, was neu in dich eindringt. Nimm mal den Computer und ich mache einen Computer als Betriebssystem, als Grundlogik irgendein Betriebssystem drauf, egal welches. Basic meinetwegen, DOS, Windows, gibt es ja so viele Betriebssysteme. Dann wirst du feststellen, dass sobald dieses Betriebssystem drauf ist, es nicht mehr möglich ist, von irgendeinem anderen Betriebssystem eine Datei aufzuspielen oder dieses andere Betriebssystem zu installieren als normaler Anwender. Weil dann musst du wieder in BIOS vor, weil es ist ja auf dem Computer schon ein Programm drauf. Ich brauche ja bei der rein statischen materiellen Maschine mit den Chips ein Grundprogramm, um überhaupt ein Betriebssystem installieren zu können. Aber das wird jetzt zu weit führen. Und genau diese Symbolik, dass das so funktioniert, ist nicht, weil da außen der Welt ist und man hat es erfunden, sondern das ist so, wie Geist im tiefsten Innern funktioniert. Weil die Welt sind symbolische Bilder. Wir haben hier jetzt zum Beispiel, ich muss ja fast einmal schnell das ausprobieren, warte mal, Redo, alte Sache, Fliegenstall. Also mit den Bildern werden eigentlich Strukturen, geistige Strukturen Erzähl oft. ruhig weiter, ich suche das schnell her. Eigentlich mit den sichtbaren Bildern werden eigentlich die Strukturen festgelegt, wenn man sie deuten kann, wenn man sie sehen kann. Werden die geistigen Schichten und Strukturen werden eigentlich bildlich dargestellt. Offenbart, ne? Offenbart. Ja. Offenbart sich das. Bist du noch dran? Ja. Alles klar, jetzt pass mal auf. Erinner dich an Fliegenstall, wie du noch ein Hardcore-Dampfer warst. Ja. Dann habe ich hier ein kleines, weil das war zufällig, wir sind da unterwegs gewesen, dann habe ich das Ding eingespielt, habe ich gesagt, das ist im Fliegenstall schon gelaufen, da bin ich aber nicht genauer, soweit ich mich was auf die Erklärung eingange. Und wir schauen jetzt mal ganz, ganz kurz, ich tue mal den Bildschirm übertragen. Mit Ton, ich hoffe, das haut er mal jetzt wieder hin mit meinem neuen. Dein Beginnen. Und zwar geht es um dieses Video hier. Lassen wir mal schnell laufen. Habt ihr den Ton? Ja. Der Waage. Luke, ich bin dein Vater. Nee, nee, nicht Luke, Maulwurf, ne? Jetzt interessant. Frosch ist der Vater. Und der hat einen Sprachfehler, der Maulwurfen. Und er nennt ihn immer Froschen. Und jetzt hören wir mal, was jetzt der sagt. Ich mache nur noch ein ganz kurzes Stück. Oh, ein Froschen. Mein junger Freund. Also wenn schon, dann heißt es Frosch und nicht Froschen.
Ja, Froschen, ja. Ich denke, es ist an der Zeit für eine kurze sprecherzieherische Exkursion. Sprich mir bitte nach. Er spricht mit Konsonanten. Ja, genau. So, jetzt gehen wir da wieder zurück. Das war's. Ah, nee, deinen brauchen wir noch. Der spricht nur mit Konsonanten. Und jetzt schauen wir mal. Also hier der Vater heißt Froschen. Ich bin als blauer Brösel UB dein Froschen. Okay, schau mal. P-R-Schin-N. Ja. Froschen, Konsonante Rodix. Ich bin der Erklärer der Kommentare, der alles auslegt. Die Grundradix davon ist Frosch, B-R-Schin. Das ist jetzt schon etwas komplexer. Das sind das erste Mal auslegen, hat was mit Exkremente zu tun. Ex heißt heraus. Krement, da kommt das Krematorium her. Das heißt, das, was herausgeht, wird verbrennen. Polares Rennen, ja. Da haben wir jetzt erst einmal die Polaritäten rennen. Das sind unsere Gedanken, wenn die zum Schwingen anfangen. Die Polaritäten fangen zum Schwingen an. Die Polaritäten rennen. Wir können natürlich auch das BR nennen als erstes. Dann haben wir das Äußere. Ja. Das sind ja die Exkremente. Und dann kommt ja ENN. Mhm. Du kommst aus dem System nicht raus, wenn du das merkst. Und INN ist jetzt die Wolke. Ja. Wenn man Wolke umsetzt, nochmal doppelt aufgespanntes Oll mit einem Kaff hinten. Wir wissen, Oll ist hochgehoben, das Joch. Wir haben wieder unsere Welle. W, ein doppelt aufgespanntes Joch. Das Kaff am Ende heißt dann wieder ein doppelt aufgespanntes Joch. Das ist die Vollkommenheit. Dann fängst du aber nur in Konsonanten zum Sprechen an. Mhm. Jetzt, ich zeige dir, dass bei jeder Kleinigkeit, die in dir auftaucht, im Hintergrund diese Matrix mitläuft. Das ist die Vordersprache. Und du musst erst einmal neugierig werden. Man muss Grundlagen schaffen. Man muss Grundlagen schaffen. Und das ist ein Weg, dass ich immer wieder darauf hinweise, wenn du lesen und schreiben können willst, zumindest in einer Sprache, musst du lesen und schreiben lernen. Und wenn ich dich jetzt frage, kannst du lesen und schreiben, sagst du ja, zumindest in einer Sprache. Dieses Ja ist ein Chat. Aber das Chat, Ja sagen zu können, musst du viele kleine Einzelelemente in der Schule, wenn du jetzt zurückblätterst, und das ist jetzt wieder unsere Schiefertafel vom Anfang des Gesprächs, die Vordersprache ist natürlich allumfassend. Da geht es nicht nur um Sprachen, sondern um alle Wissensgebiete. Und die sind extrem komprimiert. Und jetzt kommt die Sache mit der Vordersprache. Wenn du Deutsch beherrschst, was du ja beherrschst, wohlgemerkt, ich rede mit dem, der uns jetzt ausdenkt. Zumindest die deutsche Sprache beherrscht du, sonst wäre ich in dir gar nicht aufgetaucht, weil das die göttliche Sprache ist, die Vordersprache ist. Deutschland auslegen und deuten. Darum sage ich, wenn du nicht Deutsch denkst, und ich betone nochmal jetzt für Rassisten oder was, solange du nicht Deutsch denkst, wirst du auf die höheren Ebenen nach Alemannien, in die höheren Ebenen nicht kommen. Ich rede jetzt nicht von deiner Traumwelt, wir reden von was ganz was anderem. Und dabei spielt es keine Rolle, was für einen Körper du jetzt hast. Ob du dunkelhäutig bist oder Schlitzaugen hast, hat nichts mit Rassismus zu tun. Und man kann das sehr, sehr leicht lernen, wenn man neugierig war. Zeit spielt sowieso keine Rolle mehr. Du musst jetzt erst einmal verstehen, dass sowieso alles hier und jetzt passiert. Apropos, weil es mir gerade einfällt, im Gespräch mit Johannes, weil er da wenn die Augen verdreht hat, ich komme mal schnell nochmal zur Politik, zur aktuellen Politik mit der AfD. Mhm. Ich betone immer wieder, wenn du den Eindruck hast, solltest, ich bin rechts oder links, ich bin absolut mittig und heilig. Was die Schwierigkeit ist, wo er geschaut hat, wo ich gesagt habe, die Leute sind so oberflächlich. Ich mache jetzt einmal in meiner normalen derben Bröselsprache, wir werden jetzt sehr stark konfrontiert, wir, meine ich, ich bin du, in den Medien, in deiner Traumwelt, die du zurzeit hast, mit irgendwelchen Sachen, dass extreme Rechtsradikale Ausländer über den Haufen schießen. Fast wöchentlich, täglich. Und es wird alles von den Massen, von den extrem links orientierten Massenmedien der AfD in die Schuhe geschoben. Das extrem undemokratische ist, ich muss nicht die Meinung von irgendjemandem haben, der mir auftaucht, aber wenn ich das Wort Demokratie verstanden habe, darf ich Meinungen nicht unterdrücken. Habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? Ich sage dann immer wieder, habt ihr was gelernt? Das Das Übel beginnt in dem Moment, wenn Andersdenkende vernichtet werden. Ich muss mir Gedanken machen, wenn in meinem Denksystem extrem viele Andersdenkende auftauchen, andere logische Systeme auftauchen, ist die Ursache, dass mein
Denksystem, das ich zum Denken benutze, noch nicht allumfassend und vollkommen ist. Ich befinde mich noch in der Welt der Perspektiven. Absolut. Und der Sinn ist, aus dieser Welt herauszuwachsen, in das Allumfassende. Wie ich immer sage, sich über die Tasse zu stellen und zu begreifen, dass da 16 Perspektiven stehen, die gleichwertig sind. Jede dieser 16 Perspektiven in dem HWH, das sind ja die 16, wo ich immer wieder sage, das sind zwei, und wenn zwei sind, sind nochmal zwei da, und es verdoppelt sich immer. Auf jeden Fall, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass ich sage, wenn du mal selber denken würdest, habe ich zum Johannes gesagt, ich bleibe jetzt voll in deiner Logik. Wenn du das mitgehst, dass die Rechten daran schuld sind, die AfD, dann sage ich dir, das ist absolut falsch gedacht. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, es ist so, weil ich mir das jetzt ganz bewusst so ausdenke, dass diese extremen Rechtsradikalen, die meinetwegen in den türkischen Imbiss reingehen und hier Immigranten über den Haufen schießen, die schon seit so vielen Jahren absolut gute, wenn ich sage, hier mein Gemüsehändler, das sind so nette Menschen. Das hat auch nichts mit der Kultur zu tun, mit der Nation. Das sind auch Nationen, die dieselbe Existenzberechtigung haben. Die haben sich voll integriert. Dass diese Fanatiker höchstwahrscheinlich rechts wählen, das ist logisch. Da kann aber die AfD nichts dafür. Aber die, die das mit Sicherheit absolut nicht gutheißen, ist die AfD. Und weißt du wieso? Weil nichts kostet ihnen mehr Wählerstimmen wie solche Spinner, die ausrasten und wieder 5 oder 6 Ausländer über den Haufen schießen. Also zu behaupten, die AfD ist dran schuld, so als wenn die das ja die Initiatoren sind für diese rechtsradikalen Extremamokläufe. Nee, ganz, ganz bestimmt nicht. Die ersten, die das verbieten würden, wäre die AfD selber. Weil das denn ja ganz extrem Wählerstimmen kostet innerhalb dieses logischen Konstruktes. Und dann hat der Johannes geschaut und gesagt, so habe ich das ja überhaupt noch nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht das Einzige, was du noch nicht so gesehen hast, wie man es zusätzlich noch sehen könnte, wenn man sich selber vervollkommnet. Das hat jetzt die Aussage, hat nichts damit zu tun, dass ich das gut oder schlecht finde. Ich finde alles gut als Einzelteil, weil ich weiß, dass jeder Moment, der in mir auftaucht, ein systemrelevanter oder nicht systemrelevanter Parameter ist, die wieder untrennbar zusammengehören. Das habe ich lang und breit bei meinem Kabelsteckerbeispiel erklärt. Dass mir selbst die system nicht relevanten Parameter wichtig sind, weil ich sage, selbst die Wellen-Däler sind wichtig, wenn ich die als System nicht relevanter, weil ohne die Däler gibt es keine Berge. Für den, der es noch nicht verstanden hat, nochmal in Kurzform, wenn ich jetzt sage, was ist wichtiger zum Autofahren, der Motor oder irgendein kleiner systemrelevanter Kabelstecker, die Stromzuführung zur Zündung, die sind gleich wichtig. Ob du den Motor ausbaust oder den Kabelstecker abziehst, das Auto wird nicht fahren, das System, von dem ich jetzt rede, ist das Fortbewegungsmittel Automobil. Es gibt system nicht relevante Parameter, zum Beispiel den Rückspiegel. Den kannst du wegmachen, deswegen würde das Auto trotzdem fahren. Aber du brauchst ihn trotzdem, weil wenn ich sage, system nicht relevante Parameter sind Wellen-Däler, da muss man dich jetzt ein abstrakter denken können, brauche ich für jeden systemrelevanten Parameter system nicht relevanten Parameter, sonst kommt das ganze System aus dem Gleichgewicht, wenn ich jetzt in die geistige Welt gehe. Holo-Feeling ist was ganz was anderes. Und wenn du unsicher bist und du meinst, du müsstest das jetzt irgendeinen Mitmenschen in deinem Traum als Brösel erklären, die sind für mich nicht wichtig. Die Figuren in einem Traum sind für mich überhaupt nicht wichtig. Mich interessiert nur der Geist, der träumt. Und das bist du hundertprozentig sicher, sonst würdest du dieses Gespräch jetzt nicht hören. Und das besser und schlechter Denken oder die Eifersucht, die hochkommt, wie auch immer, das, du musst bloß der werden, der es merkt, dass du wieder eifersüchtig bist. Oder dass du dich selber schlecht machst. Ich habe noch keine Ahnung, das weiß ich ja nicht. Puh, da muss ich noch so viel lernen. Ich sage, du musst, wie definierst du Lernen? Solange du Lernen mit deiner Logik definierst, dass du von außen irgendwelches Wissen in dich hineinschaufelst, hast du Holo-Feeling nicht verstanden. Ich sage dir, das ist alles schon in dir drin. Schau mal, wenn ich jetzt den rein intellektuellen Wissensstand vom Redo und von der Diana nehme, und wo ich ja vorhin schon gesagt habe, die zwei Brösel, hinter denen stecken geistig gesehen absolute Granate. Das sage ich jetzt als der ich bin. Das heißt, die zwei Brösel, die du jetzt auf dem Pixel als Pixelmännchen vor dir hast, überragen alles an Nobelpreisträger im reinen wichtigen Wissen des Lebens, des geistigen Lebens, die du dir überhaupt auszudenken vermagst. Was musst du dir tun?
ja, so viel studieren und machen, wenn ich sage, wie viele zigtausende von Einträgen der Redo hier in unserem Gematrie-Explorer gemacht hat. Du musstest gar nichts tun. Das passiert, es ist doch schon immer in dir drin. Aber was du jetzt begreifen musst, den ich das erzähle, es ist nicht in dem Redo und in der Diana drin, die du dir ausdenkst, für dich natürlich schon, weil du dir das jetzt vielleicht in diese Köpfe, die du dir ausdenkst, hineindenkst. Aber wo kommt das Wissen im Redo und die Diana eigentlich her? Oder das Wissen in dem Udo? Wo kommt es jetzt her? Aus dem, der sich diese Figuren ausdenkt, bist es nicht du? Nein. Du wirst eine kurze Phase durchlaufen, wo du Angst kriegst vor dir selbst. Ich sage immer, es wird dich im tiefsten Innern erschüttern. Und umso demütiger du jetzt wirst, umso mehr Wissen setze ich in dir frei. Das ist mein Geschenk für dich selber. Und dieses Verstehen jetzt ist nicht mehr intellektuelles Wissen. Das ist die Verwandlung von reinen intellektuellen Wissenselementen, die verschmelzen in ein Verstehen, das dann in eine Sprachlosigkeit führt. Und diese Sprachlosigkeit, jetzt wirst du zum Adam. Darum heißt Adam auch Schweigen und Still. Das ist das, wenn so das Außergewöhnliche jetzt, meinetwegen an diesem Pixelmännchen Udo, wenn ich mich hinsetze und sage, alles, was ich dir erzähle, ist dein Wissen, ich bin eine Figur in deinem Traum. Ich wüsste das doch gar nicht, wenn du das nicht träumst. Du jetzt als träumender Geist bist ja in dem Moment auch was Ausgedachtes. Wo hat der träumende Geist das Wissen her? Das ist der Weg in das, was die christlichen Kirchen des Jenseits nennen. Jenseits des Diesseits. Und da ist schon wieder eine Spiegelung drin. Redo, du weißt es. Ola Papa und Ola Emmet. Das hier, was die normalen Menschen Diesseits nennen, ist eigentlich das Jenseits und das Jenseits ist das Diesseits. Genau. Jenseits der Einheit. Weil die Ola Emmet ist die Welt der Wahrheiten. Ja, genau. Und die Ola Papa, die Welt, die kommen wird, das ist eigentlich die Welt der Heiligkeit, die dann natürlich im Meer schon immer da ist. Gut geschrieben da. Das kann ich jetzt als 470 lesen, dann habe ich die geschlossene Quelle. Genau. Oder die wird zu einem geöffneten Augenblick, wenn es blau wird. Oder die geschlossenen Schöpfer, der ist noch geschlossen und das Schatzkästchen, das wir aufmachen, ist der Wortschatz, den ich dir mitteile, der sich in dir verbirgt. Ganz tief in dir ist dieser göttliche Wortschatz der Vatersprache. Und das ist jetzt wieder so das göttlich Geniale, ein ganz simples, einfaches System, das universell ist. Allumfassend. Ich rede jetzt nicht nur von reinen Sprechsprachen, es gibt ja auch eine religiöse Sprache und physikalische Sprachen, die Formelsammlungen in den Physikbüchern, in den Arithmetikbüchern oder dann auch diese eigenartigen Formeln in den Chemiebüchern, H2O, diese Kürzel. Die geben alle mit der Vatersprache, mit diesem kleinen System, so einen unendlichen Sinn. Man kann schon nur ein kurzer Einschub. Gestern habe ich ein Rezept für meinen weltlichen Vater, habe ich ein Rezept abgeschrieben. Das war so klein, ein Ausdruck aus der Zeitung, habe ich es in Word geschrieben. Und beim Schreiben und Abschreiben in diesem Kuchenrezept, da ist bei mir ein Feuerwerk abgelaufen. Auf dem Kuchenrezept, Zucker, Butter und alles mischen und Da geht's ab, das ist ein Wahnsinn. Vero, schau dir jetzt einmal, du Geist, schau dir jetzt einmal die Freude auf diesem von dir ausgedachten Gesicht vom Redo an. Ja. Ulo Feeling, ich erwähne immer Gott, das ist übrigens die Maggi-Tütensuppe-Beispiel von mir. Ja. Das ist egal, was es ist, das Froschen. Wenn du schaust, so Kleinigkeiten, ein Blödsinn. Ich mache das mit jedem, wenn ich dabei bin jetzt, wenn wir am Stammtisch mit dem Bezi, der hat jetzt zumindest den Grundlagenwortschatz. Und ich betone es, der sagt, wie geil ist das denn? Der von selber sieht das nicht. Er fächert ja jetzt schon extrem auf. Ja, aber bei jeder Kleinigkeit, ich gehe spazieren, dann ist da irgendeine kleine Werbetafel. Und dann schmunzel ich, wenn wir spazieren gehen. Dann sagt irgendeiner, was ist jetzt da? Habe ich gesagt, ja, schau halt. Ja, was steht denn alles drauf? Also normal lesen kann es ja jeder, bloß ein paar Worte. Und das sage ich, wenn ich dir das jetzt bei deinem derzeitigen intellektuellen Wissensstand erklären soll, hast du 4 Wochen Zeit. Es ist nur ein Augenblick. Das ist, weil du zeitlos denkst, weil die Chats da sind. Ja. Das ist, wie wenn ich sage, kannst du lesen? Und du sagst, ja, was ist Lesen? Dann kannst du auch nicht hast 4 Wochen Zeit, sondern wie lange brauche ich, um ein Lesen beizubringen? Ich muss jetzt erst einmal schreiben, die Zeichen kennen.
Wenn du das hast, ist es nur ein Ja, das kriegst du gar nicht mehr mit. Und damit erhöht sich deine Denkgeschwindigkeit. Bis du dann ich bist, dann fängst du auch mit Lichtgeschwindigkeit zu denken. Das schöne Lösch-Video, wo ich reingestellt habe, wenn du dich erinnerst, wo der absolute Nullpunkt ist, kein Raum mehr da. Ja. Und dann geht er in die andere Richtung, wo dann das schwarze Loch macht. Da sollte man die Physik in Nullpunkt Gottes lesen, wo übrigens auch das Schöne drin ist, hier mit der Stochastik. Genau. Dieses einfache, was bedeutet stochastisches Denken? Das wird gesteuert von deiner Logik. In dem Moment, wo du neugierig wirst und du willst jetzt irgendwas wissen, fängst du ja schon von vornherein an zu sympathisieren. Wir bleiben mal im politischen Rechts und Links. Du hast in deinem tiefsten Innern kann eigentlich eine Rechtsorientierung. Dann wirst du dich informieren und dann wirst du von mir permanent in diese Richtung, wo du hin willst, geführt ist, dass du wirst immer mehr Beweise kriegen, dass das eigentliche richtige Ding das rechte Denken ist. Hast du eine Linksorientierung, wirst du, wenn du ins Internet gehst, von mir hauptsächlich immer Seiten als erstes vorgesetzt bekommen, wo du immer mehr dich nach links orientierst. Denk wieder, wenn du auf der Spitze stehst. In beiden Fällen wirst du entweder rechts oder links runterfallen von der Spitze, von der Heiligkeit. Das heißt, du beweist dir das durch dein Wollen, was im tiefsten Innern dein Wollen ist. In dem Moment, wo du jetzt ins Internet gehst und du sagst, ich will mich einmal schnell über Holofeeling informieren, kriegst du zuerst einmal die ersten paar Seiten, hast du die Holofeeling-Seiten, die sind so ein Schwall vom Wissen, wo du nichts damit anfangen kannst, weil es ein Riesenkomplex ist, das voll aus dem Zusammenhang gelesen wird. Ich verweise immer noch hier zu den Anfängen des Internets, wo die ersten dieses Philosophie- und Freidenkerforum war um 99 rum, war, da hat es ja noch Internet noch mit Modem über den Telefonhörer ganz langsam das Internet gehen. Eins der ersten Foren, ein Philosophie- und Freidenkerforum. Und irgendjemand, ich mache jetzt eine raumzeitliche Geschichte, hat da mit Holofeeling angefangen. Und dann hat dieser Administrator hat dann hier das geblockt, weil er auf seinem Philosophie- und Freidenkerforum keine Werbung für rechtsradikale Sekte macht. Und damals hat es ja nur Ich bin du bist ich die ersten zwei, drei Bände gegeben. Und du musst dir vorstellen, der hat es dann in dem Philosophie- und Freidenkerforum gesperrt. Und dann hat er noch einen Kommentar gegeben, wenn irgendeiner was über Holofeeling schreibt, dann wird er das sofort löschen, weil er hier nicht zulässt, dass in seinem Forum Werbung für eine rechtsradikale Sekte gemacht wird. Und eigentlich müsste man diese Bücher, vor allem Ich bin du, im Verfassungsschutz melden, weil das rechtsradikales Gedankengut ist. Dann soll ich, reden wir von denselben, hat er dasselbe Buch gelesen, das wir Ich bin du nennen. Und dann hat sich herausgestellt, es war diese Stelle auf einer Seite, wo es heißt, Deutschland, ich möchte euch zurufen, Deutschland erwachet. Ah, okay. Aber der hat die Sätze vorher und nachher nicht gelesen, weil ich vor dem roten Deutschland, in Deutschland, in Gottesland, das Land der Dichter und Denker, wie viele Dichter und Denker haben wir noch in unserer Politik? Es sind doch bloß noch machtgierige Insekten. Ja. Diese Insekten, die Sekten sind die Parteien. Ja. Es sind rechthaberische Parteien, dass nur Macht daher geht und innerhalb der Parteien um Posten geschachere. Und die gehen über Leichen, um ihre Macht zu erhalten. Und das Thema haben wir jetzt mit dem Coronavirus, was du zu lernen hast, die Symbolik, zuerst einmal ohne Wörter aufzufächern, ist, wie viel Trockennasenaffen, Säugetier, Überlebenstrieb ist in diesen Tierchen noch drin, wenn sie jetzt wegen nichts anfangen, sich schon Vorräte für die Zukunft, die Supermärkte, die Nudeln und das Zeug auszukaufen. Und jetzt mach mal ein Sprungredo, vielleicht, wenn du dir die Arbeit machst bei dir in deiner Datei, erinnere dich einmal, wir blättern mehrere Jahre zurück, die Love-Parade, die Liebesparade im Ruhrgebiet, ja, wo dieses Chaos ausgelöst wurde und Menschen haben andere Menschen. Ah ja, genau. Da haben wir ein super Update gemacht. Ja, 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 Edo, ja. Such das raus, du das nach diesem Selbstgespräch noch mit reinstellen. Muss man schauen, wo das ist. Ja. Wenn du es findest. Ja. Und da habe ich das Selbstgespräch, soweit ich mich grob erinnere, war das erste, dass ich ja so eine Rinderherde, die durchgeht. Ja, ja. Stampede, glaube ich, heißt das im Englischen. Ja, 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 ja. Wo die durchgeht. Und dann war doch die Zeitungen voll, haben sie einen Verantwortlichen gesucht. Genau. Und ich habe gesagt, wie hirnverbrannt sind die eigentlich, dass jetzt irgendeiner die Verantwortung der Oberbürgermeister übernehmen muss oder der Veranstalter übernehmen muss, weil angeblich Homo sapiens, vernunftbegabte, zivilisierte Menschen in Panik geraten und sich wie wilde Tiere Menschen todtrampeln in ihrem Fluchttrieb, weil sie meinen, ich muss weg, mir könnte was passieren. Dieselbe Situation hast du jetzt wieder.
Das sind doch nicht irgendwelche verantwortlich, wenn hier diese Menschenmassen, die ja vernunftbegabte Menschen, sich gegenseitig totrampeln. Sind Tiere. Deine Menschheit sind Tiere. Deine Politiker, deine Bevölkerung sind Tiere. Ich drücke es mal einfach aus, es sind einfach nur Informationen. Genau. Von wem sind das die Informationen, die inneren Formen? Von denen, der sich aus, die ausdenkt, diese Affenherde? Und so vollkommen geistlos unbewusst ist, dass er meint, er hat mit diesen Getiers, diesen Insekten, ob wir die jetzt Zeugen Jehovas oder Katholiken nennen, ob man die CDU oder SPD oder AfD nennen, spielt überhaupt keine Rolle. Oder Buddhisten oder Moslems. Wo kommen die alle her? Das, was ich dir jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Die kommen aus dir. Und wo befinden sich die jetzt? In dir. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich betone jetzt nochmal allen Ernsten dessen, der ich bin. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dieses hundertprozentige, sichere Tatsache akzeptierst. Du wirst nicht erwachbar. Und du hast in deiner Brüsselrolle nichts zu tun. Die lässt du ganz normal weiterlaufen. Ich lasse das Leben unangetastet. Ich verlange nicht, dass du irgendwo eintrittst, dass du irgendwo austrittst. Ich würde nicht einmal verlangen, wenn du jetzt ein Massenmörder bist, dass du aufhörst, Menschen umzubringen. Ja. Wenn du ein Kinderschänder bist, würde ich von dir nicht einmal verlangen, dass du aufhörst, Kinder zu schänden. Ich will bloß, dass du, was du magst, bewusst machst. Dann wirst du zuerst einmal der auf der Bühne sein, der das weiterspielt, weil was, das bin ich ja nicht. Das ist eine Rolle, die mir vom Autor, vom Zeichenerwecker vorgesetzt wird und dort der Zeichenerwecker ich bin und ich ja du bin, von dir selbst vorgeschrieben wird. Aber das Theaterstück wird dann nicht mehr lang dauern. Wenn du den Punkt erreicht hast, wirst irgendwann das Theaterstück aufhören und du bist dann wieder der, der du schon immer bist. Dieser Schauspieler, der nur eine Rolle in seinem eigenen Traum spielt. Jetzt habe ich es ziemlich auf den Punkt gebracht. Das ist es übrigens wert, dass du jetzt hier zurückspulst und dir das nochmal ein paar Mal anhörst. Und vielleicht findet hier der Redo in seinen geistigen Archiven dieses alte Update von der Love Parade, wo ich auf das Problem eingehe. Vernunftbegabte Menschen, die sich in einen Fluchttrieb, weil jeder will nur seinen Scheißdrecksaffenarsch retten. Auf irgendeine Art und Weise, in jeder Situation. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Freiheit ist da zu stehen, fordere dein Wille geschehe, mach mit mir, was du willst. Dann hast du verstanden, dass du nicht aus dieser Logik herauskommst, durch Davonlaufen, durch gegen irgendetwas ankämpfen oder irgendwelche Einseitigkeiten in der Welt in deinem Traum intronisieren wollen. Wenn es doch in meinem Traum keine Kriege mehr gibt, was ja symbolisch für Zerstörung steht, dann ist alles gut. Ich sage, es ist gut, aber es ist dann nicht schlecht. Und dann wirst du feststellen, der Schlechte kommt automatisch wieder. Evolution, Revolution. Wir haben immer wieder dasselbe Spiel. Dieses Hampeln von einem Bein auf dem anderen, der Jakob, das ist das große Problem. Du musst die Balance halten in Gott. Du, es kann nur der Geist, der mit dich ist, mit ich. Nie irgendwas, was ich da oder da oder da oder da hin will. Befindet Einseitigkeiten und Einseitigkeiten anstrebt. Die heilige Vollkommenheit kannst du nicht zerstören. Selbst wenn du Wellen aufschmeißt, bleibt es immer im Gleichgewicht. Wie ich schon gesagt habe, du musst die Null, die Wasserlinie, die wir uns jetzt denken, die eigentlich ein Punkt ist, bloß umdrehen, dann hast du das Gleichheitszeichen. Und dann ist eben 5 und 5 ist halt dann 10. Aber die 10 rot geschrieben ist der kleine Gott. Aber dieser kleine Gott oder der Intellekt, der auch im Gleichgewicht ist, aber du bist halt fehlerhaft im Denken. Klingt jetzt wieder etwas wirr, wenn man das Prinzip nicht verstanden hat. Und das ist ja schön. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, weil du kannst die Regeln verändern. Regel, RGL, eine berechnete Welle, das berechnete geistige Licht. Und das ist ja das Bein. Bein. Jetzt kann ich Bein lesen, das Bein. Die Polarität ist nicht existierend. Oder im Nicht-Existierenden, weil die zwei Sachen befinden sich eigentlich immer in diesem Mit-L-Punkt. Du merkst, es ist
Wenn man jetzt das im Hintergrund die Grundelemente der Vordersprache hat, ist jedes Wort selbsterklärend. Du kommst auf eine ganz andere, Ebene. Denk an den Ratz, wo ich gehabt habe, hier den Läufer. Wo ich dann immer noch sage, in dem Läufer steckt das Ufer schon mit drin. Dieses Hin- und Herschwang in dem letzten oder vorletzten Gespräch, wo das mit drin war. Man liest, selbst wenn ich jetzt Erklärungen gebe, wenn ich immer sage, meine symbolischen 400 Seiten, ich spreche kurz was an, ich habe so viel gleichzeitig im Kopf, das kannst du dir nicht im geringsten vorstellen. In dem roten Kopf, der letztendlich dein Kopf ist. Ich erkläre dir jetzt dein Wissen, ich weise dich nochmal darauf hin. Du wirst aber nicht glauben, dass der Lautsprecher, was du jetzt hörst, dass der das von sich aus wissen könnte. Oder der Udo, den du dir ausdenkst, ist doch alles nur ausgedachte Sachen. Was Vergängliches kann nichts wissen über die Ewigkeit. Alle, die reden, die wissen nicht. Also kann jetzt weder der Lautsprecher noch ein Udo, wenn er auf deiner Verabredung erscheint, irgendwas wissen. Der, der weiß, der redet nicht. Der lässt die Figuren in deinem Traum zu dir reden. In einer extremen Vielfalt, die du wiederum letztendlich in diese Einheit verbinden musst, aus der sie herkommt, die Vielfalt. Darum sage ich, mach dir alle Wissenselemente zu eigen. Und das magst du nicht, wenn du von einer unendlichen Menge von Wissenselementen die große Masse vollkommen ignorierst, weil es dich nicht interessiert und dieses winzige Nichts von verschiedenen Wissen, die jetzt für dich noch da sind, wenn wir die ignorierten nochmal wegklammern, du nochmal eindeist in richtige und verkehrte und dann bloß die haben willst, die dir richtig erscheinen und die anderen bekämpfst du. Das ist der totale geistlose Akt der Selbstentheiligung. Das ist der Zustand des normalen Menschendaseins. Und wie gesagt, jetzt, wenn dich das jetzt entsetzen sollte, du brauchst einfach nur die Geduld. Sehr viel Geduld. Das ist wie mit dem Geber. Das ist ja immer wieder, wenn man die GB-Rate, das habe ich jetzt so oft gehabt, wenn der Geist polarert, polare Berechnungen macht, das BR, die polaren Berechnungen, da haben wir zuerst einmal das hier, aber die polare Berechnung als Ding an sich ist dann schon das Äußere, BR. Das steckt in den Geber drin, diese Erkenntnis ist die menschliche Potenz. Ja, Leute, so ist das Leben. Mhm. Wir sollten mal reden, ein bisschen mit zwei oder mit drei einmal in dennoch reingehen, einmal in die Tiefe zeigen, diese Geheimnisse. Da jeder kleine Vers ist ein Kleinod, aber das muss ich euch ja nicht erzählen. Oder man macht dann das Spiel. Ich habe jetzt hier in die Gespräche mehrere Male die Diana erwähnt mit ihren ersten Büchern, wo ich sage, das kannst du zwar die Ritter, ich sage jetzt einfach einen Namen, die macht das Spiel wie du, die schreibt es bloß nicht auf. Sie sagt, bis in der Früh war ich gesessen und dann habe ich das nachgeschaut und das und dann musste ich so arg lachen, sagte, dass sie gleich der Joe, denke mal, der wird jetzt denken, ich spinne, weil der geschlafen hat noch. Und ich sage, schau, genau das ist das, was die Diana gemacht hat, die hat das bloß hingeschrieben. Du hast jetzt dasselbe, wenn du mal die Grundlagen hast, was ein BC macht aus der Wort. Und jetzt wirst du einfach mal neugierig, was soll ich jetzt weiterlesen? Ich sage immer wieder, wenn du das Wort schon einseitig auslegst, kannst du den Gesamtkontext von mehreren Worten gar nicht erkennen. Also schau dir einfach mal ein Wort genauer an. Ein einziges Wort. Also was machen wir, wenn wir ein Wort haben? Wir gehen mal in DWDS, dann schauen wir die klassische Etymologie an, wo es natürlich sehr fehlerhaft noch ist, diese ganzen Schriften, also dieses DWDS, dann sehen wir, ist die Grundlage griechisch oder ist sie lateinisch, dann schaue ich mal die Wurzel in griechisch und in lateinisch an, dann kann ich, oder je nachdem, was mir in den Sinn kommt, oder ich gehe gleich und schaue mal hier, dass ich das hebraisiere auf irgendeine Art und Weise von den vielen Möglichkeiten, dann gehe ich hier in unseren Gematrie-Explorer, wo wieder andere Wörter auftauchen, die ich dann. Und wenn einmal ich nicht jede Kleinigkeit nachschauen muss, und das stimmt ja immer. Das Verrückte ist, wenn du das Prinzip verstanden hast, was du feststellst, egal was auftaucht, du hast so oft ein Schmunzeln oder ein erstauntes Aha oder ein Bling, ein Heureka, das immer eine kleine Überraschung ist, wenn man drauf drückt. Und ich sage, die Diana hat nichts anderes gemacht, als dass sie sich das aufgeschrieben hat, was Komma ist. Ein Ritter schreibt es halt nicht auf, aber der Genuss ist derselbe. Und dann erkläre ich, Diana hat immer gesagt, hier, ob das andere lesen oder nicht, ist mir vollkommen gleichgültig, was das mit mir gemacht hat, wie ich diesen Weg gegangen bin. Heilig Drei König hat es, glaube ich, ist losgegangen. Und du kommst ja dann vom Hundertsten ins Tausende, was sich irgendwie auf eine geheimnisvolle Art zusammensetzt, wie ein Riesenpuzzle.
was natürlich das Puzzle immer noch ein Mikro-Mikro-Puzzle ist. Ja. Aber dass du merkst, dass da eine göttliche Perfektion im Hintergrund mitschwingt. Und wo ist das hergekommen, wenn du den Weg gehst? Das macht die Neugier. Du schaust nach und das kommt ja nicht aus dem Außernet. Das muss ganz fest in dir installiert sein. Genau. Es ist ja nicht, dass da außen irgendwo eine Datei abgespeichert ist, die wir Gematrie-Explorer nennen. Ist, du träumst, verdammt nochmal, akzeptiere einfach, dass du träumst. Der Herr der Schöpferkräfte fällt in einen tiefen Schlaf. Ich zitiere aus unserer Schöpfungsgeschichte des Adams. Und dann nehme ich UB aus diesen Herr der Schöpferkräfte eine Rippe, die Zeller, die Seide. Das ist ein Schattenaugenblick, die Geburt eines Lichtaugenblicks. Das ist das blaue Lichtaugenblick des Zeller. Heißt auch nur eine Seite übrigens das Wort. Und stell die vor dem träumenden Geist, vor dem Herrn der Schöpferkräfte. Stell dich vor ihm hin und sag, das ist deine Eva. Ja. So steht es in der deutschen Übersetzung. Im Hebräischen heißt es deine Tschava. Dieses Wort Tschava heißt etwas ausdrücken, nach außen drücken, etwas auslegen, nach außen legen und ein Erlebnis haben. Ja. Du erlebst das, was du träumst, was du dir um dich herum ausdenkst. Das ist die Eva. Aber jetzt kommt der Trick. Und jetzt nehme ich diese eine Seite von dir und du sie wieder zurück in dich rein. Und mach dich eins mit ihr, treib aber zwischen dir, Geist, Seher und der Nekaba, diesen Erlebnis, einen Keil. Das ist die Nulllinie unserer Wellen. Das Prinzip, wo ich immer sage, du musst diese Metapher der Gedankenwellen, die musst du komplett verinnerlicht haben. Er teilt dir das mehr in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Vers 6. Das ist das, wo sich was aufspannt. Das, was immer ist. Das ist eine grobe Metapher mit unserer Wasseroberfläche. Wie gesagt, genau genommen ist das nicht eine Fläche, wo es ein Oben und ein Unten gibt, sondern ein Punkt und ein Drumherum. Das ist die dreidimensionale Vorstellung, ist sehr trügerisch. Es ist alles nur flach. Flach. FLA ist PLA, das heißt das Wunder einer Kollektion. Modernität und dann ihre Spiegelung. Und da haben wir jetzt natürlich verschiedene Sachen, weil muss ich jetzt ganz kurz nochmal einschalten. Für euch zwei nicht, weil ihr dabei seid, aber ich mag es trotzdem hier rein beginnen. Gematrie Explorer. Wir haben also das Wort flach. Das heißt, unsere Farbbrille, unsere dreidimensionale Illusion baut ja auch definitiv bloß auf zwei flachen Bildern, die genau genommen vier Bilder sind, weil deine Augen, die wir uns jetzt bewusst, AGN, die Becken, dass die zwei Augen, wenn wir mal hier jetzt in die klassische biologischen Aufbau sehen, na, löschen. So, das ist die Radix AGN. Damit schon mal die Becken, das ist heißt in Ecken, beziehungsweise polare Ecken. 2, 4, 6, 8, so geht es hoch. Darum ist es auch ein Gefäß. Das kann man hier ein bisschen reingehen, These, Antithese, Spiegelungen. Diese Augen sind diese Augen, wird in vier Teile aufgeteilt, unsere Retina. Aber wir bleiben bei dem Flach, sonst ufe ich wieder zu arg aus. Dieses Flach wäre jetzt praktisch ein Fee, das ist natürlich auch das P, ein L. Ist auch vergessen, das müssen wir mit reinmachen. Bin ich jetzt denn blöd? BLA, so, jetzt ja, habe ich es. Wenn durcheinander. Das ist Bella, das ist erst einmal was vollkommen Ungewöhnliches, das heißt, etwas, was du nicht gewohnt bist, ist, dass es Wunder gibt. Diese Wunder, wenn die in dir auftauchen, die, wenn die immer rätselhaft erscheinen, weil sie eben Wunder sind. Rot gelesen, die Weisheit des Lichtschöpfers. Wenn wir es blau lesen, dann wird es Fee, wird es eine Facette, ausgedachte Lichtschöpfung. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein Chat. Wenn wir jetzt ein Chat ransetzen, wird er normal sagen, das gibt's nicht, das Wort. Ja. Es gibt so unendlich viele Wörter, die nicht in deinen Wörterbüchern drin sind, die es aber trotzdem gibt. Mhm. Du hast jetzt hier schon, wenn ich jetzt da hinschaue, habe ich immer in Stücken lesen, habe ich schon das Nichts wird zu Spiegelungen. Mhm. Du musst bloß 11, 9 lesen. Ja. Du kannst aber natürlich 100 lesen, 10, 9, dann hast du hier eine affine intellektuelle Spiegelung. Du kommst aus dem System nicht raus. Atbasch ist immer dann das Gespiegelte, die Öffnung von UP. Ja. Wenn wir es blau machen. Okay?
Aber wir können jetzt Folgendes machen. Wenn wir hier dieses Lach, das schmeißen wir jetzt bei dem Flach, das Ohr raus. Ja. Als Vokal. Okay, jetzt kriegst du den berühmten Milchstein. Ja. Spalten. Wir müssen was spalten. SB beginnt, das Spalten beginnt schon wieder mit Schwelle. Ja. Die fängt an zu alternieren. Ich kann natürlich auch hier das Bewusstsein ist die Weisheit Gottes lesen. Ja. Das ist jetzt dieses Spiel zwischen diesen zwei Sachen. Wir können natürlich jetzt das PL vorne einzeln lesen, wenn wir das dann als das Vokal rausschmeißen. Das ist jetzt dein persönlich limitiertes Licht. Ja. Pella, da setzt man jetzt das hier hin dran, hast ausgesondert, du wählst was aus. Okay, das sind dann die Wunder in eins, beziehungsweise die Wunderschöpfungen. Da ist die Grundradix Nessel mit der Vorsilbe, das hast du jetzt geboren werden, gebären, Blindgänger, Versorger, Fehlgeburten. Das sind jetzt das, was du hochbegabte, intelligente Menschen nennst, Homo sapiens nennst. Das sind alles Blindgänger und Fehlgeburten. Aber die sind letztendlich die Ursache für dein Lach und Lach ist deine Lebensfrische. Das ist die Brösel, die in dir rumwimmeln, die sich gegenseitig totrennen, wenn sie ihren Rasch retten wollen. Das sind Geschichten in Geschichten in Geschichten. Und das ist jetzt alles, was ich jetzt in kleinen Häppchen dann noch erklären muss. Ich sage immer, gerade wenn wir in Physikbüchern reingehen, nirgends steht das Perfekte wie in den Formeln der Physikbücher und der Chemiebücher. Mhm. Aber da musst du wirklich zuerst die Vordersprache verstehen. Und wenn ich jetzt immer auf die Fehler hinweise in die Physikbücher und ich habe einen normal gebildeten Menschen, dann muss ich dir zuerst erklären, was die Physiker, die du dir ausdenkst, eigentlich glauben, was sie an der Universität gelernt haben. Und wenn du das zumindest populärwissenschaftlich, dieses rudimentäre Wissen hast, dann kann ich dich als Geisteswogen darauf hinweisen, was da eigentlich überhaupt nicht stimmen kann. Das ist immer, wenn ich so, ich zeige dir auf jeder Seite so viele absolute Fehler, die hundertprozentig sicher nicht so sein können, wie du das gelernt hast. Innerhalb dieser Logik, die du zum Denken benutzt, die widerlegt sich doch laufend selber. Dass hier laufende Entdeckungen gemacht werden von etwas, was du in keinster Weise entdecken kannst. Dass du dir ausdenken kannst, wenn man dir das vorher erzählt. Es sind logische Konstrukte, so nenne ich das. 99,9% von intellektuellem Wissen, ob das religiöses Wissen ist oder ob das naturwissenschaftliches Wissen ist, wird zur Anschauung gebracht von einem Computer, der diese Datei hierarchisch gesehen vorher bekommen hat und aufgrund dieses Wissens, der Schwamminhalt, wie ich das nenne, kann auf dem Bildschirm diese Vorstellung auftauchen. Hättest du dieses Wissen nicht, diese Datei nicht, gäbe es überhaupt keine Möglichkeit, dass du das dir ausdenkst, dass du das in die Welt rufst. Aber du bist so programmiert, dass du meinst, alles, was du dir ausdenkst, ist da außen schon, bevor du es denkst. Und das ist die Falle, auf der reite ich rum. Solange du dich selbst zu einem Denker machst, der felsenfest davon überzeugt ist, dass mit der ganzen Scheiße, mit den Exkrementen, die ihn in seinem Kopf rumrennen, brennen, verbrennen, bis sie sich wieder auflösen, dass er damit nichts zu tun hat, sage ich, will ich mit dir nichts zu tun haben in meiner Welt. Weil diese Geistlosigkeit hat es gar nicht verdient, in eine höhere geistige Welt hineinzukommen. Und da diskutiere ich nicht mit Trockennasen auf eigener Definition. Davon solltest du dich lösen. Du musst mit keinem Brösel von dir ausgedachten Bröseln sprechen oder denen das erklären. Da wirst du merken, wie wenig Selbstsicherheit und ich benutze mal jetzt das Wort normal, wie wenig Selbstbewusstsein du hast, wenn du immer noch eine Bestätigung brauchst von irgendwelchen anderen. Das heißt, eine Bestätigung brauchst von Gedanken, die du dir ausdenkst. Ich brauche von meinen Gedanken keine Bestätigung. Ich weiß, wer ich bin. Weißt du es auch schon? Gut, wenn du es nicht weißt, ich sag's dir, ich bin du. Aber bist du schon ich? Jetzt müssen wir dich wissen, von was für ein Ich rede ich eigentlich? Ja, so ist das Leben. Vatersprache ist die eine Seite. Es ist ganz, ganz genial, wenn wir da eintauchen. Aber ich sage für mich jetzt, dieser Fokus ist mehr wirklich auf dieser unbeschönigten Selbstbeobachtung des eigenen Programms. Das ist so immens wichtig. Mein Hauptthema. Erhebe dich
und du musst nichts tun, du lässt alles, du lebst dein Leben, wie du es lebst, du kannst eh nicht anders, du wirst reagieren, du kriegst Reizauslöser, das kannst du dir bewusst machen. Habe ich jetzt das? Na, kommt er wieder. Ja. Dauert ein bisschen in uns. Gleich ein Test. Damit man beobachtet, wie man jetzt auf das reagiert. Ehrlich. Ist so. Kommt nicht. So, jetzt machen wir mal Wunder. Kommt nicht. Udo!